Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge One Military Camp. So, ja, wir haben es tatsächlich geschafft, also es hätte auch anders, man hätte auch die andere Folge doch tatsächlich wahrscheinlich noch länger machen können, aber hey, guck mal. Understood. All right. Hier und dann beginnen wir die Mission. Ja, hervorragend, einmal rein, dann bitte etwas schneller. Hawkins, beweg dich. Go, go. So, da la, wie sieht's denn aus? Da sind Rekruten. Einige, diverse. Da, Doktor. Da, Hawkins. Oh, die joggen direkt mit. Aha, da joggen dann. Wo er langkommt, joggen die Leute mit. Aha. Ja, warum nicht, ne? Wenn das funktioniert, dann immer gut. Immer gut, wenn sowas dann läuft und funktioniert und gemacht wird. So, da wird auch gerade. Oh Gott, hoffentlich. Was? Schon wieder. Ah, schon wieder ein leeres Monitor. So wie bei der Bundeswehr. Fehlt überall. Vorne, hinten, Organisation, Beschaffung, alles schlecht. Komm mal hierher, reparier das mal. Repariere das doch bitte mal. Dankeschön. Kantine bitte auch einmal reparieren. Der war gar nicht so verdammt. Ja. Okay, ja, aber wird schon werden. So, was haben wir hier drin? Hier haben wir ihn drin. Ah, auf 55 ist der jetzt schon angewachsen. Und da ist unsere Mission durch. That was a fine victory. Ja. Santins Verbitterung kennt keine Grenzen. Sie hat beschlossen, dass niemand das Korn aus dieser Region essen soll, wenn es ihren Soldaten nicht erlaubt ist. Sie vergiftet das Wasser, das zur Bodenbewässerung genutzt wird, was in vielen Bauerndörfern zu einer Epidemie von Verdauungsbeschwerden führen könnte. Wir müssen sie aufhalten. Ja, hallo, haben wir doch. Zack, schön. Schöner Fortschritt. So, was geht hier? Oh, da brauchen wir zwei Flieger. Aber wir haben doch nur einen. Das ist sehr ungut. Das ist sehr, sehr ungut. Was haben wir hier für Probleme? Die mögen uns doch. Die haben uns lieb. Naja, egal. Hier rein, hier drauf, dann hier hin. So, dafür braucht man Rot und Blau. Haben wir irgendjemanden, der in Blau gut ist? Du bist doch in Blau gar nicht mal so schlecht. Yes, sir. Zack. Ziel setzen. Consider it done, boss. Pilot. Jawohl, dann da raus und Roger da rein. That. Ja, hervorragend. Zack, einmal weg, zweimal weg. Was? Zugewiesene Tätigkeit passt yes, nicht sir. Zum Trainingsziel. Wieso nicht? Was ist dein Trainingsziel? Passt doch. Sure thing. Copy that, boss. Absolut, absolut in Ordnung. Ach so, weil du jetzt schon durch bist. Ach, deswegen. Hey. Hier raus, sure thing. Hier rein. Wer hat schon wieder keine Munition? Ist ja unglaublich, ne? Aber das wird schon funktionieren. Und du darfst jetzt tatsächlich yes, auch wieder raus. Das ist sehr schön. Zwar darfst du jetzt wieder in dein Forschungszentrum. Du hast eh Nachtschicht, da passt das. So, 66, 74, das ist doch eigentlich ganz cool, ne? Das, ich glaube, das geht. Kann man machen. Ich glaube, das geht ganz gut so. Bereit yes, zum Spezialisieren? Okay, Spezialisieren, wo wollte ich dich hinschieben? Yes, sir. Spionage, hervorragend. Rein damit. So. Dann haben wir da das, da das, da das. Da unten wird schon wieder gehupt. Das finde ich überhaupt nicht schön. So. Gucken wir mal, ob er, wenn der da... Ja, okay. Doch, das ist schon... Das ist, glaube ich, schon ganz taff. Was brauchen wir eigentlich dafür? So. Ah, Forschung.
Premium-Baracke. Rekrutierung. Hier unten. 1200. Vielleicht gar keine so doofe Sache, wenn wir uns erstmal darum kümmern, oder? Würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir 1200 Punkte zusammenbekommen und dann, ne? Schau mal, da oben ist schon wieder die Munition leer. Eigentlich müssten wir uns da als erstes drum kümmern. Dass wir da mehr reinkriegen. Aber das wird schon werden. Aber wir besitzen nur einen Piloten. Das ist sehr, sehr ungut. So, hier, hier, hier. Bitte neues Essen bestellen, danke. Jawohl. So, ah, was da Munition weggeht, ne? Okay. Ah, okay, cool, die lernen also unauffällig Zeitung lesen. Das hat was. Ich würde auf alle Fälle sagen, dass das was hat. So, wir können hier weiteren Ziele definieren, aber hier unten natürlich nicht mehr, denn da geht dann nicht. Juggernaut. Hm, okay. Hacker. Auch gut. Und Marinekommandant. Boah, okay. Vielleicht eher Marinekommandant, die Hackerin, oder? Wahrscheinlich eher. Ja, obwohl braucht alles das Rote hinten raus, ne? Schon. Naja, wir werden schon sehen, wie sich das dann weiterhin entwickelt. Da kann die Kantine schon wieder nicht gefunden werden, aber dafür können wir nicht. So, wie gesagt, Geld kommen wir eigentlich ganz ordentlich ein. Wir brauchen da jetzt den neuen Flieger. Langsam brauchen wir ihn wirklich. So, einer. Rot, blau. Stimmt irgendwo bei. Er ist gerade. Yes, sir! Ja, er ist gerade schon am Rennen. Also er rennt ja eh schon. Das ist ja gar nicht so. Er rennt schon. Das könnte jetzt allerdings noch ein bisschen dauern, bis das dann mit Rennen durch ist. So. Mensch, das dauert immer alles so lang. Vielleicht noch ein zweites Forschungszentrum? Ist das die Lösung? Zwei Forschungszentren? Ja. Tendiert man eher zur Zweitforschung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Zweitforschung klingt halt schon geil, ne? Kann man halt. Hier rüber, danke. Dann hier rein. Mach mal da aus. So. Und niemand mehr drin, der gebildet ist. Das ist Bombe. Intelligent, ja. Ja, komm, weißt du was? Hier, Forschung. Ach, wir haben keine Unterkünfte mehr. Ja, komm mal hier rüber. Dann brauchen wir natürlich erstmal Unterkünfte. Bitte hier Unterkünfte. Zack. Einmal. Zweimal. So, hier rüber. Dann da rüber. Ist sie jetzt weg? Hoffentlich nicht. Nein, sie war es. Die war's, ne? Die war's, ja. Nix Zielgenauigkeit. Hier, Forschung. Machen. Hopp, yeah. Anheuern. Das war die Pause. Richtig. Tagschicht. Du. Nachtschicht? Hier? Hier, nein. Hier, Forschung privat. Jawohl. Aber nicht direkt Forschungszentrum, sondern erstmal Intelligenztraining. Zack, mach. Ja.
der Trend geht zur Zweitforschung. Das ist halt einfach so. Wieder keine Munition. Nein. Jetzt. Und da kommt es. Hervorragend. Wenn das auch irgendwie nicht so wirklich hübsch, ne? Apropos nicht so wirklich hübsch. Wollt ihr letztes Mal noch schauen? Er hier? Das können wir gar nicht. Held ändern. Ja, wir haben keine anderen Helden. Okay. Ja, wenn wir keine anderen Helden haben, dann... ja. Schön, aber falsch. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja... Hawkins! Geh joggen. Hawkins, geh joggen. So, da ist jemand drin. Naja, und jetzt kommt da oben auch deutlich schneller an. Ne? Das ist schon. Bitte Futter kaufen. So. Da überlegen, wollen wir da vielleicht noch so ein Ding hin? Hier nur für den Fall, dass wir es vergessen. So, aber hier ändern. Den da. Voll machen. Hopp, hopp. Einkaufen. Ja, läuft. Kann man machen, ne? Kann man machen. Viermal Forschung verfügbar, ja, das ist das hier und dann da. Ach ja. Wollten wir jetzt eigentlich verbessern, genau hier unten. 4200 Forschungspunkte, ne? Und zwar bestmöglich beide. Eieiei. Numigus. So. Hier rein. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Du wärst fertig. Dann akzeptieren wir das. Natürlich akzeptieren wir das noch, bevor du die erste. Understood. Copy that, boss. Okay. Okay. Oh. Okay, das ist eng, aber wir hauen trotzdem rein. Hopp. Wir hauen es jetzt trotzdem rein. Wir machen das mal und dann... Ja, wird schon hinhauen, ne? Das wird schon... Ha, Amazon. So. Alter, echt, der zieht mir alle ab, ne? Okay. Ah, das fährt wieder an der Panzer. Oder? Ja, nee, das ist nur so. Okay. Jetzt, jetzt fährt er. Schaut, wie er fährt. Haha. So putzig. Das ist so niedlich. Hey. Na, nichts ändern. Nichts ändern. Nachkaufen. So. So. Jetzt. Zack, zack. Wie viel waren es? 1200 waren. Müssen wir noch kurz warten. Ah, Geld. Geld wurde weniger. Warum wurde Geld weniger? Geben wir so viel mehr aus? Hatte ich jetzt so gar nicht. Gar nicht drin. Bewohner dieser Stadt verfügen über die folgenden Eigenschaften. Okay. Ah, das ist dann das, wenn dann mehr Leute kommen, die diese... Ah, okay, ja, jetzt... Ja, jetzt macht das natürlich Sinn, ne? Jetzt, jetzt, jetzt. So, 1200 hier unten. Maximale Anzahl an Arbeitern zugewiesen, erhöht die Effizienz der Arbeiter. Und okay, hervorragend. Zack, rein damit. Hierhin. Aufwerte, jawohl. Hierhin, aufwerten, jawohl. Hierhin. Und da ist unsere Mission durch. Zack. That was a fine victory. Ja, war's. Oh Gott. Ach ja, da brauchen wir jetzt dann... Ja, ist gut. Ist in Ordnung. Ja. Wenn's denn sonst nicht ist. So, apropos, wenn's denn sonst nicht ist. Wie sieht's denn hier aus? Intelligenz. Immer noch 13, weil war noch nicht wirklich Nacht, ne? Hier.
Aber wir brauchen... Hier. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir in der Nachtsicht als Forscher. Haben wir gerade nicht. Unwichtig anheuern. So. Okay, dann gucken wir mal, was können wir denn hier Feines machen. Premiumhaus. Ach, die sind dann schon doppelt so. Ja, ist okay. So, was wir. Nee, machen wir jetzt nicht, weil jetzt habe ich mich schon auf einen Baustil so einge. So, haben wir. Hier, hier, passt. Danke. Dann eins der Häuser nehmen. Ach, du hast keinen Strom mehr. Ja, gut, das ist ja jetzt egal. Consider it done, boss. Toll. Und dann gehen wir hier nochmal her. Medizinisches Fachwissen. Okay. Ja, du scheinst doch, oder? Nee. Nee, nee, da müssen wir ein bisschen warten. So ein ganz kleines bisschen. Keine elektrische Energie. Ja, wir müssen hier unten und dann dahin und dann hier und dann da. So, 1, 2, 3, 4. So weit kommen wir nicht. Also hier hin. Okay, das passt. Das kann man machen. Mädchen. Du bist neu. Was kannst du? Du kannst kochen. Hervorragend. Alle können kochen. Das freut mich so sehr. Yes, sir. Ja, du bist hungrig. Du riechst doch schon an der Kantine. Oh, kann das sein, dass wir eine zweite Kantine brauchen? Ich glaube, wir brauchen eine zweite Kantine. Hi. Ah, einmal hier, Kantine. Nein. Ruhig, lass den Quatsch. So, hierher. Oder so hin. Ich glaube ja so hin. Dann so hin. Und Weg bis hierher. Bis hierhin. Passt. Und jetzt haben wir haben ja ihn nur noch ausgezeichnete Köche. Also er hier, ausgezeichneter Koch. Er hier, Mediziner eigentlich, aber hey. Hier. Ausgezeichneter Koch. Koch. Kantine, Privathaus. Nachtschicht. Anheuern. Hier. Halt, falsch, falsch. Falsch, falsch, falsch. Du, ausgezeichneter Koch. Und hier, Koch. Kantine, Tagstich, anheuern. Läuft. Woo, da freut sich aber jemand. Der ist aber enthusiastisch. Das ist ja schön. So, apropos enthusiastisch. Ah, hier 44, schau mal, läuft. Ich glaube, hier fehlt noch einer. Jawohl. Da darf dann die hin. Ist bereits einem anderen Gebäude zu besuchen. Ja, ist mir egal. Brauchst doch du, oder? Ja. Forschung, Nachtschicht, auf geht's. So, 6 hätten wir. Wir könnten jetzt entweder die hier verbessern oder warten, bis wir hier unten hinkommen. Ich würde sagen, wir warten, bis wir hier unten hinkommen. Hier können wir jetzt sowieso nichts machen. Das läuft uns jetzt leider aus. Find's auch nicht gut. Boah, hör doch mal mit dem schönen Gehupe auf da unten. Das ist Wahnsinn. Da kam nochmal Geld rein. Ich weiß nicht woher und warum und wieso und weshalb. Aber hey, wenn er meint, was haben die jetzt gekostet? 1800, ne? Hey. Nein, die Verbesserung. Ne, 1200 kosten die nur. Okay, dann müssen wir warten, bis wir die ersten 1200 zusammen haben. Dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern und dann ist Frage, welche davon? Wir müssen beide machen. Wir müssten beide machen, aber wir haben keine Möglichkeit. Das
bedeutet, wir kaufen jetzt erstmal wieder Munition. Danke. Wir kaufen Nahrungsmittel. Sehr schön. Da ist auch noch mal eine Kantine. Ist da eigentlich was los? Nicht wirklich, ne? Okay, da ist gerade gar nichts los. 18 verfügbare Forschungen. Ich würde sagen, wir beginnen mit... Ich würde sagen, wir beginnen mit den Scharfschützen. Jawohl. Hopp, raus, rüber, hoch. Dann hier gedreht. Gekauf, Ausbildung. Achtung, wir haben Alarm für Rot. Unser Geheimdienst hat bestätigt, dass Shantin mehrere ihrer Spione ausgesandt hat, um unsere Anlage zu sabotieren. Sie ist eine Schlange. Wir müssen uns zur Abwehr bereit machen, sonst kriegen wir echt Schwierigkeiten. Die Spione haben die Fähigkeit, unser Lager als Rekruten getarnt zu infiltrieren. Wenn sie ihrem Ziel nahe genug sind, geben sie ihre Tarnung auf und legen eine Bombe. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Wenn Spione getarnt sind, lassen sie sich nur schwer ausmachen. Aber sie haben eine Schwachstelle. Sie sind lausige Schauspieler. Wenn du einen Rekruten siehst, der komisch oder unsicher läuft, klicke ihn an und du wirst ihn als Spion enttarnen. Er wird zu einem Ausgang rennen, wie ein echter Feigling eben. Aber Vorsicht, wenn du nicht rechtzeitig ankommst, könnten wir in Schwierigkeiten geraten. Zum Glück gibt es noch andere Methoden, unerwünschte Personen aufzuführen. Wachtürme. Mit diesen können wir alle nur... Ja. Falls einer dieser Schurken in der Reichweite eines Wachturms auftaucht, wird unser Wachposten dich warnen und kannst versuchen, den Eindringling zu knappen. Außerdem sind diese Türme nützlich, um andere Arten von Angriffen zu erkennen. Du solltest also mehrere im Lager verteilt bauen. Das erinnert mich daran, als wir es damals in meiner Zeit als Kadett mal mit einem Unruhestifter zu tun hatten. Wir befanden uns damals nicht im Krieg, es war nur jemand, der uns einen Streich spielen wollte. War eigentlich echt witzig, all den Schaum in den Baracken zu sehen, aber Feldwebel Campbell hatte da offenbar keinen Sinn für Humor. 10 Tage Arrest mit Wasser und Brot, so war Campbell eben. Ich glaube, der Kerl ist jetzt ein Steuerprüfer oder so. Letzte seine Tage als Komiker sind vorbei. Was ich sagen will, also, ich will sagen, du musst dich vor Saboteuren vorsehen. Ist das klar? Dann baue ein paar Wachtürme und teure Wachposten an, die uns vor möglichen feindlichen Angriffen warnen. Man kann wirklich nie vorsichtig genug sein. Oh, toll, wir dürfen, ja. Okay, dann hier erstmal die Scharfschützenausbildung. So, hier, zack, einmal drauf. Sehr schön. Ja, passt. Mensch, Wasser und Brot, das ist ja Folter. Ne? Verstopfung, die du da kriegst. Nicht schön. Yeah, einer unserer Funker. Ziel setzen. Ja, wir brauchen da nochmal einen Spion. Wir müssen aufpassen, falls ein Kadett komisch läuft. Oh, Superhirn, Intelligenz. Ja, wir gucken mal. Irgendwann gucken wir mal. Und wir müssen natürlich, hier die Wachtürme freischalten. 750 geht. Okay, müssen wir machen. Machen wir dann. Wenn es denn dann soweit ist. So, hier. Panzervater, yes, du. Ziel setzen. Ah ja, warum nicht, oder? Zielgenauigkeit hätte er schon. Alter Schwede. Okay. Hau rein. Und dann geh von Spezialisierung an. Ja, musst du nochmal weggehen. Hilft nicht. Tempo-Training. Hopp. Aber ZZ. Ziemlich zügig. Auf geht's. So. Es ist so schön besteuert. Ich mag das. Ach, ja. Was? Was gibt's da schon wieder zu hupen? Verdammte Axt. So, kann das sein, dass jetzt schon Kadetten zu Spionen wurden?
Ist das möglich? Yes, sir. 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 Ja, einfach mal alle durchklicken, oder? So zur Gaudi. Die komisch laufen. Yes, sir. Yes, sir. Seltsam. Yes, sir. Ah. Yes, sir. Ah ja. Wir werden es dann schon feststellen, ne? So, was haben wir? 450? Ne, 750 brauchen wir. Weiter. Hopp, hopp. Auf geht's. So, da unten müsste jetzt jemand drin sein. Jawohl, einer unserer Panzerfahrer. Ernsthaft. Alter. Ja, aufbauen. Hopp, hopp. Okay, wir brauchen diese Wachtürme sehr schnell, sehr bald und sehr dringend. Schon. Aber zum Glück haben wir noch nicht so viele Verkehrswege, ne? Wäre, glaube ich, schlimmer, wenn wir schon ganz, ganz viele Verkehrswege hätten, die wir aber ja noch nicht haben. Ja, guck mal da, wie die arbeiten. Da, das sind echte Macher. Ja. So, wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Ja. Ernsthaft? Den Heliport? Naja. Okay, kenn das? Okay. Läuft da irgendeiner anders? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Komm hierher. Hier. Bauen, kaufen. Jawohl. Zack. Häuschen. Hier hin. Wo sind sie? Verteidigung? Da sind sie. Oh Gott. Das ist ja winzig. Okay. Okay. 2x2 schlecht. Geht aber nicht anders. Muss da auf jeden einer drauf? Okay, das wird sportlich, möchte ich sagen. Weil da müssen da lauter Privatdinger drauf. Okay, was muss da drauf? Zugewiesene Art. Forschungs. Okay. Haben wir da jetzt irgendwie einen neuen Reiter für oder so? Oder ist da eine Erwartung drauf? Oder haben da jetzt niemand? Eine Arbeiter. Check das gerade nicht. Was für Art Arbeiter muss da drauf? Wo einer ja wohl nicht. Einer? Nope. Ah, hier, Verteidigung. Jetzt hat. Okay. Oh, Zielgenauigkeit. Ja, da scheinst du aber ja gar nicht so schlecht zu sein, oder? Würde ich sagen, hier, ne? Anheuern. Willkommen in der Gang. Okay, damit sind unsere Privathäuser durch. Das bedeutet neue Privathäuser. Hopp, hierhin, dahin. Und zack. Der geht nicht. Und hier geht nicht, aber hier geht. Okay. Da würde ich sagen, haben wir, ne?
So. 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 Ja, funktioniert doch. Ja, das funktioniert doch. Das haut hin, wa? Schau mal, die ist da auch nicht. Was ist die? Was hat die? Langsame Genesung. Ja, da können wir anheuern. Hierhin. Oder wir wieder jemand Forschung. Ja, dich nehmen wir. App anheuern. Wir haben doch jetzt drei. Bin ich jetzt. Ach, Tagsticht, Nachtsticht, Tagsticht, Nachtsticht. Komm mal her, du Brain. Elf vier Mann Tagsticht. Yeah! Okay, achso, die ist noch nicht da. Und er ist noch nicht da drum. Okay, ich verstehe. Ja, ja. Ja, ja, gut, gut. Okay. Weil ich echt dann überlegen bin, ob wir den hier überhaupt nehmen. Ich glaube, wir nehmen den gar nicht. Wir reißen den Turm wieder ab. Wir gehen hier hin. Gehen dann dahin. Holen uns das da. Gehen hier. Zack. Gehen dann da drauf, wenn wir das haben, hier hin. Nehmen ihn, jawohl. Dann hier rüber, hierher, weg dann. Ja, hau rein, das funktioniert schon, das kriegen wir. So. Hopp, hopp. Ah, er ist gut dabei. 36, 55, ich glaube ein bisschen mehr braucht er da davon. Das kriegen wir aber auch irgendwie gebacken. Da oben ist schon wieder die Muni leer. Zack. Einmal drauf, einmal rein, einmal rüber. Läuft. So, ja. Dann würde ich sagen, schaue ich, dass wir den Spezialisten bekommen, den wir da hinten als Scharfschütze verdienen. Ja, so wie das notwendig ist. Das, wie gesagt, yes, müsste er hier sein. Ziel setzen, Scharfschütze, jawohl. Und, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einen schönen, wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, wo es da ist. Hier, zack. Hier hin. Wohl her, vielleicht. Komm, wir bauen noch. Hier. Und ciao.